Hallo Freunde, Video 4 der Videoserie Arox Abrollkipper. Letzte Woche habe ich euch mal das Ding auf den Arox aufgeladen und ein bisschen gezeigt, was damit möglich ist, was der alles kann, warum er das kann, das gucken wir uns heute an. Wie gesagt, das Video hier soll eine Bauanleitung dazu sein. Ich habe den auch wieder in verschiedene Komponenten zerlegt, dass ihr das Ding euch angucken könnt, dass ihr seht, welches Teil wohin gehört und wie wird es zusammengefügt, damit dann der Container bei rauskommt. Ihr könnt das Ding dann 1:1 nachbauen, passt wie gesagt genau auf den Kameraden. Auch dazu gibt es sowohl eine Bauanleitung als auch ein Vorstellungsvideo. Verlinkt habe ich es euch unten in der Videobeschreibung oder hier oben nochmal in der Infokarte. So sieht es von unten aus, aber wie gesagt, guckt es euch an, wir starten. Viel Spaß! So, der Kipper steht unten rum aus drei Teilen: Haken, Mittelteil, Endteil. Ganz hinten haben wir hier die zwei Betätigungen für den Kippmechanismus. Geführt über zwei 8er Achsen, schwarze Verbinder, 5er Achse nach vorne. Die wiederum sind dann über so eine Achsdurchführung mit Pin einem Liftarm angesetzt. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die hier oben drauf liegen. Die, das hier unten hängt, die kriegt ihr jetzt, wenn wir es zusammenstecken, gleich nicht mehr hoch. Deswegen wirklich darauf achten, dass die hier oben liegen, weil hier kommt ja dann das nächste dran, was dann letztendlich auch hier die Stabilität reinbringt. Teil Nummer 2 ist dann dasselbe Spiel nochmal. Ja, das ist der hintere Aufnahme. Dann haben wir hier noch die vorderen. Die werden einfach nur mit den Achsen hier vorne dran gesteckt. Der Rest passt hier übereinander. So. Das hier unten sind dann schon die Schienen für den LKW, dass der Container nicht drauf rumschrappelt. Die Einsteuerung hier oben seht ihr ja, das sind einfach nur die Achsen. Hier vorne geht es dann weiter. So, wenn ihr das angehoben habt, so wie ich jetzt, müsst ihr zusehen, dass ihr die Teile wieder hochkriegt, sonst kriegt ihr die dann auch nicht mehr. Das klemmt sonst. So. Zack, zack. Ja, legt ihr das hier so hin. Das nächste Teil ist der Haken. Analog meinen anderen Container, wie den Absetzer oder den Tankcontainer hier vorne, sind so ein 3x3L halbstarker Liftarm, halbstarker Vierer. Hier vorne ist die 5er Achse drin, der Rest ist nicht groß, ist 2x L Liftarm hier vorne. Die Ansteuerung für beide hier vorne kommt von hier. Die zwei Achsen sind jeweils separat, ne? Die sind zwar hier aneinander, aber nie zusammen. Weil man muss ja, je nachdem, ob man links oder rechts rum kippen will, verschieden stark an den Achsdingern drehen. Deswegen sind die separat. So, ne? Und das wird einfach hier vorne rangeführt und dann kann man hier entweder den einen. Interessant wird es jetzt. Je nachdem, ob man links oder rechts kippen will, muss man das ganze Ding natürlich auch entsprechend arretieren. Dafür gibt es diese Mechanik. Wie soll ich sagen, das sind hier vorne ist eine, das müsste auch wieder eine 8 sein, das sind zwei 7er Achsen. Das Rote hier ist die Bedienung dann dazu. Wenn es dran ist, sieht man es dann besser. Und hier unten ist auch die Rolle für den Container schon mit dran. Mit der er dann über die Straße rollen kann, wenn er hochgezogen wird. Das hier sind so eine zwei Liftarme, immer mit Kreuz, immer mit Pin, jeweils zwei Stück, damit die Achse, Dreierachse mit Anschlag hier nie verrutscht. Selbe Spiel hier vorne nochmal. Und das hier ist eine 4er Achse mit Anschlag, die läuft hier in diese zwei parallelen Dinger rein, also dass das nie hier, weil das ist dafür da, um dann in der Kippmulde einzuhaken, und wenn das nie eingehakt ist, würde das hier hin und her drehen. Deswegen braucht man einen Anschlag, damit das in der Linie bleibt, wo es hin muss. Dafür ist die da, deswegen fährt die hier nicht ganz raus. So, bauen wir es an. Hier vorne kommt die Achse durch, das ist quasi unser Fixpunkt. Wir beginnen einfach hier mit den ersten zwei Pins hier vorne dran und der Rest ergibt sich dann zwangsläufig.
wie immer bei diesen Pins, dass sie unbedingt in die Leiste treffen. So, ne, die nächsten sind dann hier am Rad. Hier ist ein Pin dazwischen. Und damit klappt das dann auch weiter hinten. Da, den hier noch treffen, das haben wir auch. So, ne, ihr seht, ich habe alles getroffen, was ich treffen wollte. Jetzt schieben wir das noch zusammen. Hinten auch. So, jetzt kann ich euch auch zeigen, was ich mit Anschlag meinte. Das Ding hier. Wo hängt's? Da. Na, das lässt sich hier hin und her schieben. Und die braunen. Genau an der Stelle, es kommt dann von der Mulde, das zeige ich euch dann später noch, ist dann eine entsprechende Aufnahme da und dann kann man das hier rein oder rausschieben, je nachdem, ob man links oder rechts rumkippen will. Genau dasselbe, nur spiegelverkehrt, gibt es hier nochmal für die andere Seite. Also es ist wirklich exakt dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass eben das nach rechts, also dass die Rolle ist halt auf der Seite und nicht auf der anderen. Ansonsten könnte man es auch hier drüben machen. Das also da gibt es keinen Unterschied, das linke und das rechte ist gleich. Der Unterschied ist die Rolle. Das wird genauso wie drüben hier hoch. Hier festgemacht, da festgemacht. Dann hier vorne. Hier ist wieder ein Pin dazwischen, sonst passt es nicht. Die Kippmulde selber, um das vereinfacht zu montieren, hat einen Träger, bestehend aus drei Rahmen und ein paar Liftarmen und hier jeweils den Aufnahmen für die Bedienung von unten. Und hier oben zwei blaue und jeweils zwei blaue links und rechts und vier schwarze in der Mitte. Hier kommt dann die Mulde drauf. Das Ding wird, je nachdem wie man es nur am besten macht, ich habe es am besten, klappt man es hier hoch. Man muss natürlich jetzt gucken, welcher ist. Dass man es auch richtig rum macht. Na, ihr seht schon, ich halte es jetzt falsch rum. Weil die zwei äußeren sind ja weiter auseinander. Aber wenn ich das jetzt so rum drauf mache, dann passt das nicht. Also muss man das rumdrehen. Und dann kann man das hier mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Frümelei jeden einzelnen nacheinander hier einbauen. Braucht jetzt wieder Hand. Na, der wird einfach nur hier drauf gesteckt. Zack. Das nächste dann hier. Das ist ein bisschen Friemelei. Das machen wir jetzt auch hier hinten nochmal. So. Pinrisch rumdrehen, dass dann nur das trifft. So, setzt das hier drauf. Damit hier nichts wackelt, haben wir hier vorne noch einen kleinen Abstandshalter drin. Hier gegenhalten, sonst schiebt er das ganze Ding hier raus. Seite 1. Selbe Spiel, Seite 2 von der anderen Seite. Also je nachdem, wie straff die sitzen. Dann könnt ihr hier die Zahnräder draufsetzen. Und dann habt ihr hier entweder auf die eine Richtung kippen oder auf die andere. Also je nachdem, wenn er links betätigt, dann kippt er in die Richtung oder in die andere. Dann schiebt das halt nach. Deswegen sage ich, das ist hier je nachdem, welche zuerst betätigt wird. Deswegen können die hier keine Verbindung eingehen. Die müssen getrennt voneinander, sonst würde das Spiel hier nicht funktionieren. So. Jetzt brauchen wir noch eine Mulde. Ihr seht, bestehend aus 6 grauen Platten, verbunden mit 5er Liftarm. Außenrum auch. Platte, 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 Platte. Und drüben auch nochmal. Die Ecken selber
ist ein abgewinkeltes Ding, blauer Pin, hier wird verbunden mit roten Achsen und jeweils zwei so ein Achsverbinder. Hier oben habe ich blaue Pins drin, ja, das lässt sich ja aufklappen. Hinten lässt sich aufklappen und hier drüben hoch. Man kann auch mit einer Verriegelung arbeiten, ich habe hier keine drin, deswegen habe ich die genommen, dass das nicht gleich, wenn man hier ein bisschen was reintut, dass das nicht von alleine sich aufschiebt. Deswegen ist ein bisschen Widerstand da. Also man muss dann, wenn man abkippt, hier kleines bisschen nachhelfen. Oder man macht hier grau so eine leicht laufenden Dinger rein, dann klappt es von alleine raus, aber dann kippt es halt auch nach, wenn was drin liegt. Und das fand ich doof. Von unten sieht es relativ entspannt aus. Das Einzige, was hier noch dran ist, ist wie gesagt so ein 15er Riftarm und dann an entsprechender Stelle hier diese zwei Teile, wo dann die braunen Achsen einhaken. Ja, hier die von der Verriegelung. Und ansonsten die Pins, die hier drauf sind, greifen hier jeweils in die Löcher von der mittleren Platte ein. Darauf achten, dass es frisch rumbaut, dass die Klappe hinten ist. Sonst passt zum einen das hier an der Seite nie und zum anderen würde ja das Kippen nie funktionieren. Und dann kann man das einfach hier draufsetzen. So, alles drin, alles dran. Muss man noch die Verluste wieder zusammensetzen. Genau. So, Mulde ist drauf. Jetzt kann ich euch auch das hier zeigen. Jetzt momentan sind beide frei. Wenn ich jetzt in die eine Richtung kippen will, kann ich zum Beispiel sagen, ich will jetzt in die Richtung kippen. Dann brauche ich ja hier auf der Seite einen Fixpunkt, dann schiebe ich einfach das hier rein. So, und dann fährt das hier rein und verriegelt das damit. Jetzt werden beide Seiten verriegelt. So sieht's aus. Wenn ich jetzt hier kippe, geht gar nicht, ne? Dann ziehe ich das hier raus und dann kann ich hier auf dem LKW geht es besser, weil dann ist hier Platz. Das hier hochkippen und dann kippt das hier. Wenn ich in die andere Richtung kippen, muss ich das eine reinschieben, ziehe das andere hinten wieder raus. Dann können wir dasselbe bedienen und dann kippt es in die andere Richtung. Nach hinten kippen mache ich mit dem LKW. So. So sieht's aus. Kippmulde, drei Seitenkipper mit aufklappbaren Seiten. Passt zu meinem Aurox. Video dazu habt ihr auch noch mit dabei, könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusammenbauen, beim Nachbauen, beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.